Ist Ansage für ausschließend stimmen. Oh. Also, ich hab jetzt einen Stream übergestanden. Einmal kurz für die Leute, die hier das BMW Z4-Rennen habt ihr leider verpasst, weil ich bin rausgeschmissen worden. So kurz, ich hab gerade eine schöne Quali gefahren, habe mich gerade auf dem vierten Platz, habe mich drüber gefreut, zack, war ich weg. So, jetzt seid ihr die Bösen, ich bin der Gute. Jetzt habt das. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Du bestimmst letztendlich. Ich? Ich bin ja komplett raus. Bett bestimmt ja auch nichts mehr. Das ist geil. Ah, herrlich. Ja, stimmt. Motorhaube können ja auch mal spielen, das stimmt. Oh, das dürfte auch lustig werden. Oh ja. Wenn du dir jetzt... Die Fahrzeugklasse-Liste stehen? Ja. Road quasi. Ja, ich bin gerade mal am gucken, wen ich denn. Ich glaube, der ist ganz niedlich. Ganz niedlich? Mhm. Ja, bei Road habe ich mal eine schlechte Erfahrung gemacht, mit diesen relativ offenen Rennwagen zu fahren. Nee, ich nehme mal. War einfach letzter, immer. Ich nehme mal den hier. Sakito, die kenne ich ja gar nicht mehr. Darren F1, auch nicht schlecht. Ja, ich würde ansonsten das dann noch auf jeden Fall mitmachen, Training und so weiter, dann würde ich mich verabschieden. Daumen hoch! Wie, du willst dich schon verabschieden? Nein, das mache ich jetzt noch mit entspannt hier. Sakito kenne ich ja gar nicht mehr. Wir haben gleich 1,5 Stunden, haben wir bald. Schon? Ernsthaft? Ja, haben wir schon. Nach dem Ding haben wir 1,5 Stunden voll. Haben wir erst, wie viele Rennen haben wir denn jetzt gemacht? 2, 3? Ah ja, kommt ja hin. Mir fehlt eine. Ja, 2,5 Stunden pro Event, ne? Genau. Genau. Ja, was wollt ihr sonst sagen? Sonst würde ich sagen, da Hackback dann nicht mehr. Du hast jetzt nichts mehr zu sagen. So, Grunge-Kopf haben wir. Man sieht's so schön. Eigentlich müsste ich jetzt. Sagen, Katze, ja? Ja, was wolltest du sagen? Nee, ansonsten würde ich sagen... Oh, wer war das denn was jetzt? Was ist denn da vorne los bei euch schon wieder? Nee, ansonsten würde ich sagen, dieses Rennen noch... Ich hab ein Pissnick. Wow. Grandko, was machst du da? Der Mitsubishi. Oh nein, ey. Was ist denn das für eine Schleuder? Hier fliegen reinhaft Leute aus der Kurve. Die erste. Bad, komm, fahr mal ein bisschen schneller. Ich schieb dich an. Ich kann nicht. Nicht bremsen, du sollst fahren, oh, Mann! Alter! Ups, Entschuldigung. Ja. Was ist denn das für ein Auto? Du kannst nicht mehr hören hier, dieses ganze Entschuldigung. Oh. Ich entschuldige mich ja nur bei der KI. Ein Riesenrad, das ist schön. Ich glaube, ich halte mal kurz an. Toll, das, die Aussicht genießen. Wir können uns ja alle beim Riesenrad treffen, wir haben ja Zeit. Verpinkelt euch. Einmal die Strecke angucken, so von oben. Wo geht's denn hier lang? Ach, da. Ja, der SLS ist echt schnell unterwegs, Mensch. Schieb ihn an, los. Mach ich. Ich komm gleich helfen. Oh nein, Leute, ey. Das war böse. Endlich konnte ich ihn mal von der Straße drängen. Endlich hat sich das bezahlt gemacht. Mein Warten. Auf Lauern in der letzten Ecke. Und dann. Also Sakito muss ich echt, da brauche ich auch das Training. Ich kenne ja null. Boah, alter Falter, was sind das denn für Kurven hier? Auf jeden Fall Kurven, die ich sehr deutlich im Lenkrad spüre zum Teil. Also gerade die letzte Kurve vor der Zielgeraden musst du euch nochmal geben. Ich gebe sie mir gerade. Ja, sehr, sehr, sehr lustig. Aber ich geh rechts rüber. Was bist du? Ich geh rechts rüber, weil du genau hinter mir bist. Nee, ich bin gerade hinter keinem, glaube ich. Da kam gerade einer aus der Box. Oh, das war noch zu schnell, okay. Also treffen wir uns jetzt am Riesenrad oder was? Oder wie? Ja, können wir machen. Okay. Ja, ich auch. Ich hole gerade einen Kette. Grunge-Kopf fährt jetzt einfach weiter. Jetzt noch den Bad in Trouble. Böse Entschuldigung. Wo kommst du denn her? Ich sagte ja gerade, ich überhole dich jetzt noch. Aber dann habe ich die Kurve schon auf mich zukommen sehen. Da muss ich beim nächsten Mal... Bist du jetzt hinter mir, oder? Ja, ich bin jetzt hinter, aber ich bin vorsichtig. Keine Panik. Oh, pass auf, das ist einer auf der Strecke. Das bin ich. Wieso? Oh, ich dreh mich. Sand.
Sand. Ich, also, ich dreh mich Sand, Sand, Sand. Ach, ja, Mensch, Sand, in die Boxen, Mensch. Sand ist böse für den Reifen. Minecraft spielen. Meinst du, da kannst du auch so fahren? Was ist denn jetzt dieses blöde Riesenrad? Da sind wir... Da bist du dran vorbeigefahren. Autsch. Ich stand ja da in Weiß. Ja, warte, ich bin gleich da. Nee, nicht mehr lange. Ich brauche jetzt wieder einen Augenblick, um da hinzukommen. Ich musste mal in die Box fahren. Ja, ich mache hier gerade auch irgendwie ganz böse, falsche Sachen. Ganz böse, falsche Sachen? Mhm. Kann man falsche Sachen machen? Ja, man kann ganz böse, falsche Sachen machen. Boah, wie dieser Wagen einfach mal um die Kurve driftet hier. Der Lancia oder welche? Nee, ich habe hier den Audi RS8. Aber der Lancia ist bestimmt ein Allrad, ne? Mhm. Das so. Merkst du auch extrem beim Fahren. Ja, das glaube ich. So, oh, hier ist das Riesenrad. Ich bleib jetzt einfach mal mitten auf der Strecke stehen. Das sieht echt romantisch aus. Da kommt Grunchco und haut mich einfach von der Straße. Ich habe einen Totalschaden. Alter, was? Ich habe nichts mehr am Auto, oder was? Ich kann kein Gas mehr geben. Oh, ihr seid doch alle kaputt, seid ihr doch, ey. Ja, die Strecke ist natürlich auch wirklich, was die Kurven betrifft, recht anspruchsvoll. Das muss man einfach mal dazu sagen. Da wollte man doch gerade mal ein Heck weg. Was war das denn? Lustiges Auto vor mir. Da, warte, ist der rote Punkt, den wir jetzt ja. Steht hier schon einer? Nee, so, ich bleib jetzt hier stehen. Sand? Warum haben die denn so viel Sand, sowas Blödes? Sie sollen mehr Asphalt machen. So Leute, ich stehe hier rechts an der Seite in der Sandbank. Ja, ich komme dazu. Ah, da ist er. Da. Ich muss erst mal gucken, ich weiß gar jetzt nicht. Jetzt kommt Grunchcore und putzt uns gleich wieder weg. Ich sehe es auch schon, kommt, dass irgendeiner in uns reinfährt. Da geht's runter. Sieht so ganz neu aus, ne? Und da geht's runter und da geht's runter. Das ist nicht romantisch. Ein bisschen, ja. Also muss ja fast eine Träne verdrücken. Ne? So. Ach, jetzt fährst du wieder weiter. Was machst du da? Ein paar Donuts, ist das nicht erlaubt, oder? Das geht so. Toll. Oh. Oh, Auto. Oh Gott, ich kann die Strecke gar nicht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Dann fahr ich lieber auf die Strecke jetzt wieder. Oh. Na, ich dreh mich nochmal eine Runde, weil es so schön ist. Mhm. Ich hab's gesehen. Schon wieder Sand. Können wir nicht eine Strecke fahren, die ich kenne? Aber wirklich so ziemlich jede Kurve fliege ich hier raus. Hammer. So, also das freie Training hätten wir auch einfach mal 10 Minuten kürzer machen können. Ja. Also ich sehe schon eine sehr schwierige Qualifikation auf mich zukommen. Ich kann ja mal einfach was versuchen. Wir haben ja noch ein paar Sekunden Zeit, ne? Paar ist gut. Viel zu viel noch. Der driftet aber auch weg, der Wagen, ey. Ja, da steckt ganz schön Power hinter dem SLS. Ich sehe auch gerade, ich habe ein postgelbes Auto. Sehr schön. Crunchy, ich bin sogar noch vor dir, obwohl ich disqualifiziert wurde. Ja, aber es wird noch Schnelligkeit gezählt, wenn wir nicht über das Fahrerische können. Na, herrlich. Jetzt mach dich mal da vom Acker mit deiner komischen Rasenmähertüte hier, ey. Ja, diese Ketterhams, wenn du die fährst, das ist äußerst befriedigend. Ketterham ist nice und schön. Da ist ja Riesenrad wieder. Vom Riesenrad, da siehst du auch nicht wirklich viel, ne, durch die Sonne. Ja, vielleicht sollte man mal Nacht einstellen. Und Regen, weil es so schön ist. Ja, ein Regen. Oh, Sand.
Oh, Quatsch, bist du das hinter mir mit dem KDM? Nee. Okay, dann ist das KI, dann ist mir das egal. Nein, nicht schon wieder. Ach, jetzt gucke ich mal so ein bisschen Quatsch drauf. Oh, hier fahren aber viele KDMs rum, sehe ich gerade. Hätte ich auch nehmen sollen, wenn ich das gewusst hätte. Franchi, bist du ein bisschen nervös? Nö. Bist du am Rumzuppeln mit deinem Auto? Ich folge den Menschen. Rundenzeit umgerechnet. Ich bin immerhin 24. von 23. Schneller Wagen näher. Bist 24. von 23? Was sagt mein Spiel mir hier gerade, ne? Also ich bin 24. von 23. Hä? Fail. Ja, und wieder die erste Kurve verpasst. Echt, ey. Aber er sagt mir auch noch, dass ich 23 von 23 bin und Grunge Girls noch hinter mir. Also. Das lassen wir mal heute im Raum so stehen. Nehmen wir mal alles so hin, wie es hier ist. Das weiß ich jetzt schon mal, wie ich das nennen werde, die Folge. Rambock? Die vierte. Oh, 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 bremsen, bremsen. Oh, oh, oh. Oh, Sand. Muss mich auch erstmal dran gewöhnen, dass das nicht mehr diese Sportbremsen sind, ne? Ah, oh, schrecklich, sage ich dir. Wo haben wir denn, Abonnatschu da? Das Auto, was du da vor dir hast, Abu, ist ja eigentlich auch echt geil, ne? Ja, das wollte ich an sich erst nehmen, aber dann war ich mir nicht mehr so sicher. Das Ding muss aber einen Anpassung haben, wie eine Matchstelle. Ja. So. Echt nice, ey. Freitraining vorbei ist. Also, man guckt sich mal das Ergebnis an. Ziemlich weit hinten bin ich da. Glaube ich. Vor allem bei dir steht das Ich habe keine einzige gezielte Zeit gefahren. Und das muss mir erstmal einer nachmachen. Boah, jetzt hat sich der Hackgott auch noch vor mich gepresst. Ja, damit du mir gleich einen Schubser wieder von hinten geben kannst. Du magst es doch von hinten. Nein. Auf keinen Fall. Manuelle Steuerung, manuelle Steuerung. Lass mal Bescheid, wenn ihr alle raus seid. Raus. Raus. Holen wir schon wieder ein, keine Sorge. So geht's mir ja nicht. Ich will euch nicht behindern. Aber er zieht uns alle ab, nämlich, im Bett. Wenn wir nämlich jetzt wieder losfahren, ne? Also wenn wir ins Ziel kommen und du gerade mal dann so ein bisschen gefahren bist. Shit, ich hab gerade Mist gebaut. Ja. Jetzt bin ich richtig. So, da müsste ich jetzt auch wieder richtig sein. Wir sind jetzt alle mit Anzeigen weg. Hast vielleicht auch versehen, die Kamerataste gedrückt hatte ich nämlich auch. So, aber jetzt kann ich wieder fahren. Schönes Hütchen durch die Gegend geschleudert. Ja, ich wäre sonst nicht mehr um die Kurve gekommen. Nee, das ist alles gut. Nee, ich fahr schon wieder auf Sand durch die Gegend. Oh, ich seh's. Doch, Rückspiegel geht. Ah, und zwar... Du musst es ein paar Mal öfters drücken. Irgendwann kommt der wieder. Was muss ich denn drücken? Lass mich mal kurz ausprobieren. Und zwar ist es die Pfeiltaste nach links. Ja, komm, überhol ihn. Danke. Jetzt werde ich auch noch angeschubst. Fahr du KTM. Krass, KI macht Platz da vorne, ey. Hier staut sich alles. So, KTM weg. Jetzt kann ich dann Bad in Trouble macht auch noch mehr Schnee. Verpiss dich, ich komme hinten vorbei. Vorsicht, ich bin auch noch, ne? Ja. Rundenzeit ungültig, ja, nee, ist klar.
Gleich in der ersten Kurve. Oh, die Kurve hasse ich hier wie die Pest. Ja, da hast du einen Speed drauf, da rutschst du richtig durch die Kurve. Anders geht's gar nicht mehr. Schön reingedriftet in mein Sandbett, ey. Ich muss sowieso aufpassen, weil ich ja ohne Fahrhilfen fahre. Ich bin jetzt da gerade rausgeschleudert. Nicht. Und mich hat's jetzt... Speed gebremst. Jetzt fahre ich hier einfach auf die Strecke. Ich habe eben extra aufgepasst, fährt mir voll einer in die Seite. Also wenn jemand hinter mir ist, bitte Bescheid sagen, weil ich kann mir nicht nach hinten gucken. So, jetzt probieren wir das nochmal mit einer Zeit. Ja. Ich kann direkt jetzt erstmal in die Box reingehen. Dieser Lancia Evolution ist ja auch so scheiße langsam, Alter. Das Einzige, was echt Spaß mit dem macht, sind die Kurven eigentlich. Hat alles seine Vor- und Nachteile, echt. Ach ja. Sonne jetzt ein bisschen sehr tief. Sonne ist so romantisch. Blendet aber gerade extrem. Das stimmt. Ich hab mal alle Hütchen weggenatzt. Einfach nur, weil du es kannst. Weil ich es kann, genau. Ich brauche hier Platz auf der Strecke, das geht sonst so nicht weiter. Grunchcore ja, macht es weiter mit. Wenn ich jetzt mal so sehe, wie die ganzen Autos an mir vorbeiziehen, muss ich echt sagen, der Lancia Evolution, der zieht selbst auf der geraden Strecke wirklich echt ein Deep oder Verbot. So, jetzt wird es mega interessant werden mit den Zeiten. Na, momentan ist bei mir, was das Thema betrifft, gar nichts interessant. Ich fahre mir hier ein Kraut zurecht, das ist nicht mehr schön. Ups. Boah, nein, kein Dreher, bitte nicht. Braucht jetzt aber nicht mal eine Zeit hier fahren, das wäre ja mal schön. Von der Strecke abgekommen, Zeit ist dementsprechend ungültig, sehr schön. Ja, hab ich auch gehabt. Jetzt bin ich schön driftig, die Erste. Den kann man wenigstens noch einigermaßen drücken. Und jetzt, das war die Zeit. Wieder eine kaputte Zeit und schwierig. Dann startest du als 24. würde ich sagen. Von 23 Fahrern natürlich. Werde ich wohl, weil ich kriege hier keine einzige Kurve rein. Die ist schwierig. Strecke und dann so ein Fahrzeug geht nicht. Rundenzeit ungültig. So, mal schnell zurück in die Box, mal wieder raus. Fahrzeug ist nämlich total im Eimer gerade gewesen. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 3 Minuten 45. Und dann kriege ich ja noch eine Runde. Vielleicht schaffe ich also dann eine Zeit. Also eine sollte man noch auf die Reihe kriegen. Ja. Das bedeutet allerdings auch, dass ich es mal schaffe, ohne irgendwo rauszurutschen. Das setzt das Ganze voraus, ja. Zeit wieder ungültig. Wir starten heute alle von ganz hinten, oder? Ja, ich auch. Ich bin in die erste Kurve wieder rausgerutscht. Kannst du nicht das Rennen schon vorziehen als Spielemacher? Nee. Man muss jetzt hier tatsächlich das abwarten, aber jetzt kann ich auch eigentlich drin bleiben, weil jetzt müsste ich erst wieder eine Runde fahren. Ja, dann bleibe ich jetzt drin, hat ja keinen Zweck. Den gucke ich denn zu? Ich gehe am besten auf den letzten Platz an dem Bett. Nee, bin ich? Kann mir gar nicht vorstellen. Stimmt, tatsächlich. Du bist der letzte Platz. Und das hätten wir noch geschafft. Ja,
wenn du so wie du fährst. Ach, komm, ne? Rundenzeit ungültig, ey. Ja, komm, wenn du die ganze Zeit überall Rasen fährst. Oh, okay, jetzt würde ich dir gerade zugucken, beim absoluten Versagen. Ach. Jetzt. Das ist die falsche Richtung. Ich hab's gerade gemerkt. Ich hab mich an den Schildern, an den Bremsschildern orientiert. Ja, das stimmt allerdings, Asterix. Also da habe ich mir echt ein beschissenes Auto ausgesucht. Seht ihr, es liegt alles über dem Auto. Ja. Sehe ich schon. Das heißt, macht das Auto. Du hast heute dreimal ein schlechtes Auto ausgesucht. Verstehst du das richtig? Ja. Das ist schön, dass du das erkennst. Ja, Ausreden erkenne ich sehr schnell. Also ich werde die Szene gerne nochmal nachher auch Ich habe die erste Kurve gekriegt. Unbedingt, ich will diese Szene haben, ey. Die schneide ich wirklich im Splitscreen dann rein, was da passiert ist, ey. Echt. Ich habe die erste Kurve gekriegt. Juhu. Juhu. Das sah aber komisch aus jetzt gerade. Ja, das ist, wenn der Wagen mal nicht... Nee, aber der dürfte ich auch schon mit einer ungültige Rundzeit haben. Das ist, wenn der Wagen mehr am Driften ist als sonst halt was, ne? Da muss man auch schon mal gegensteuern. Ja. Und die natürlich auch wieder nicht. Die Kurve, die kenne ich zu gut. Und ich fahre hier jetzt noch eine Bestzeit raus. Gib Gas. Gott. Ist das schon wieder falsch? Ich muss doch da lang. Eine 1,26, 76. Das ist mal eine 1,25 gefahren. Ja. Aber guck dir an, was hier vorne los ist. Das ist echt eng, ey. Du hast 1,25, 684. Der nächste hat 1,25, 769. Dann komme ich mit 1,25, 787. 1,25? Das wieder. Ja. Soll ich dir mal sagen, ich hätte eine 1,24,7 gefahren, wenn die Runde gültig gewesen wäre. Hätte Fahrradkette. Genau. Nichts läuft hier. No. Komm, eine bin Runde ich darf ich noch und dann bin ich ganz weit weg. Qualifying sagt, du bist 23. Nur das zählt. 3, 2, 1, Nein! Ende. Ich will noch mal. Ich hab's so selten. Warte, wir gucken mal nach ganz unten. Ach ja. Stimmt. Ja, denn das ist schön, dass Abo direkt vor mir ist. Moment. Dann kann ich ihn gleich rausschieben. Das war mir schon klar, ne? Aber warte mal, ich fahre ja auch noch. Man sieht ganz klar, dass die Ariels, die Caterhams, alle Ich habe keine einzige gezeichnete Runde. Das ist beinahe peinlich. Bis der Wagen aus Taschen kommt hier, ey. Echt mal. Ich geh schon mal ein bisschen nach vorne. Alter, ist der Evo langsam. Alter Spiel. 7 Runden jetzt hier. Zu viele. Oh, ja. Bin mal gespannt, wann hier der erste einen Abflug macht von uns hier. Hat sich doch eben schon mal gut angehört. Nein, ich hab's ja geschafft. Nur, weißt du, das ist so... Also du musst dir vorstellen... Boah, was war das denn für ein Honk? Du musst dir vorstellen, da sind links und rechts zwei Bremsbanken und du bist in der Mitte, während gebremst wird. So habe ich mich eben gefühlt. Das ist doch super. Weil ich bin ja jetzt schon wieder auf Platz 12, nicht wahr? Da war der Urschrei von Hackbart. Ja. So. Boah, ey, die ganzen Mädchen im Wickel. Ich brauche hier Platz zum Autofahren. Mein Gott. Da stören die Hütchen nur. Böse, böse, böse. Geschafft. Oh, ganz böse. Oh, was ist denn das hier für ein Hin und Her? Oh, oh, Vorsicht! Oh. Alter, was machen die denn hier mit mir? Oh, das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin gerade so an dir vorbeigekommen, ey. Platz 6. Ja, Avo, dann sehen wir zu, dass du ein bisschen Land gewinnst. Geschafft. Hat Land gewonnen. Nee, ich bin wieder so richtig schön gedriftet.
Und ja, geschafft. Und das läuft gut im Drift. Hallo KI, mach dich mal vom Acker, genau. Vollidiot. Genau, geh weg, du KI. Ey, echt. Florian Masklet, wirklich, wenn ich den nach dem Rennen sehe, dann... Erzählst du dann erstmal ein paar Takte, ne? Ja, genau. Das würde ich auch machen. So. Zwei Fäuste gegen Florian, sage ich dazu nur. Das klingt gut. Vor allen Dingen, wenn er so ein Silber da eben im Nachnamen hat. Geschafft. Oh ja. Also den Lancer, den darfst du nicht bremsen. Also wenn du den bremst, hast du schon verloren, weil bis der wieder aus den Füßen kommt. Du darfst halt nicht komplett runterbremsen, ne? Das ist klar. So, Platz 3. Hüpf. Böse. Shit. Ey, du bist doch ein Drecksvieh an Autofahrer, ey, echt. Lässt man ihn ab in Ruhe? Nein, dich meine ich gerade nicht, aber ich meine hier so den... ich weiß, aber das war jetzt gerade ganz böse. Ja, genau, da, den da vor dir. Räum ihn weg. Weil du scheißt mir nämlich gerade tierisch ins Ohr. Und das nicht gut. Ohr? Das kann gar ja, nicht jetzt sein. Nicht mehr, jetzt ist wieder gut. Nämlich der Bett wieder anbumst, ey, dann schrei ich so. Und wir singen Bumsfallra. Oh, jetzt werde ich hier reihenweise von der Strecke geschoben, ich glaube das nicht. Fast jede Kurve. Warum kriegen die eigentlich keine Zeitstrafen und so ein Spielchen? Was soll denn das her, Alter? Geschafft. Ich war schon auf Platz 3. Och nee. So geht wieder. Meld dich auf jeden Fall an, wenn du irgendwo überholen willst. Okay, überholen. Ich würde jetzt gerade interessieren, ob ich ja, oder auch nicht. Bin. Du würdest dich interessieren, auf welchem Platz du bist? Kannst du auch sehen, ey. Nee, kann ich leider nicht sehen. Boah, irgendwas versagt dich gerade, aber komplett. Was ist da los? Strecke geschnitten? Will du mich veräppeln? Ah. Boah. Du blöder Porsche, dich lasse ich nicht vorbei. Ist denn hier jetzt kaputt? Denkt an die letzte Runde. Wir haben es nicht einmal geschafft, dass wir alle heile irgendwie ins Ziel kommen in der letzten Runde. Deswegen gebt Acht. Na, ist denn das? Okay, 22. bin ich. Bescheiden. Hin. Ah gut, ich glaube, ich werde den fünften hier einfach halten und dann nachher die sind. Ach, du bist fünfter? Sehr schick. Kommst wahrscheinlich gleich von hinten angeschossen. Nee, irgendwas läuft hier quer und ich komme hier nicht mehr. Der bockt sich momentan ziemlich schnell auf. Wenn der mal ins Driften kommt. So. Mir sieht's dafür ganz gut aus. Ich komm
komme aber auch an den R8 hier vor mir nicht mehr ran. Also das ist... von hinten, ja, viel Spaß. Ja, das... Aber die Flagge hat er mir nicht angezeigt. Ach nee, das gibt's doch nicht. Krieg ich die erste Kurve wieder nicht. Da war ich zu schnell. Ja, ich habe die letzte Kurve ziemlich gut gekriegt und deswegen hatte ich eine enorme Überschussgeschwindigkeit. Ja, aber er hat mir auch keine blaue Flagge angezeigt. Das ist so ein Phänomen. Nee, das kann sein, dass ich einfach zu schnell ankam. Du kriegst die ja erst angezeigt, wenn ich die Rennleitung das nicht sehen konnte. Nee, du kriegst die ja erst, wenn ich einen bestimmten Abstand habe, kriegst du die angezeigt. Er hat hier wirklich, wie ich gesehen habe, dass ich auf dich zugeschossen bin. Ich habe eine enorme Überschussgeschwindigkeit gehabt. Na, jetzt drehe ich mich auch, ne? Ich krieg hier gleich einen Anfall. Ikea. Ja. Schon mal sowas von Ikea, ey. Sich auch solche Strecken aus. Das ist. Na, wer hat sie denn wohl ausgesucht, hä? Ich nicht. Ich fand die gut. Der Name klang super. Der Name klang super, genau. Klang so japanisch, dachte ich mir so, hey, klar, kein Thema. Aha, kürzen wir ab, ja? Nein, ich habe keine Zeitschraube gekriegt, war keine Abkürzung. Ich habe auch viel zu viel Zeit verloren. Um es eine Abkürzung nennen zu lassen. Letzte Runde. Denkt an eure Platzierung. Behaltet sie einfach. Ich echt, möchte mir noch einen Platz nach vorne. Das wäre schon mal schön. Genau, da können sich da einige noch mal ein bisschen krabbeln. Jetzt sagt er mir Rundzeit ungültig. Da habe ich gerade mal das so ein bisschen den Sand berührt. Okay, diesmal habe ich ihn voll berührt. Also bei mir ist das tatsächlich mehr ein Driftrennen als sonst irgendwas hier. Das ja. Total. Oh, jetzt bin ich aber auch so rausgerutscht. Was hat er vorhin gesagt? Achtet auf eure Platzierung. Ja, aber ich habe sie noch gehalten. Also alles gut, alles gut. Alles im grünen Bereich, Freunde. Komm, dich hole ich mir jetzt auf der Stadt Zielgeraden. Da geht er durch die Ziellinie und die Menge tot. Und er bockt sich schon wieder, aber ich hab's geschafft, jawohl. Und durch. Ach, jetzt kriege ich ihn aber nicht mehr. Schlecht rausgekommen diesmal. Aber immerhin, Platz 5. Ist ja auch weit. Oh, Bande! Oh nein, ey. Wer hat sich die Bande mit auf die Strecke gestellt? gerade so geschafft. Mann, das war echt schwierig. Ich war hier echt mörderisch am Kurbeln zum Teil. Das war ein alter Schwede. So. Ein Ariel Atom ist Zweiter geworden. So, Abonacho Fünfter, Hackbart Sechster. So, jetzt müssen wir scrollen. Ich fahre ja quasi noch eine Sonderrunde. Ganz ehrlich, ja, ich wollte gerade sagen, du fährst ja noch. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Also einmal, starten tue ich ja immer tatsächlich, indem ich Fuß auf Verkupplung habe, ersten Gang rein und Gas geben schon mal so ein bisschen, dass ich in die optimalen Touren reinkomme. Interessant ist auch zu sehen, dass deine beste Runde 1,35er Runde war. Und ja, ich bin vom Start weg quasi erstmal durchs ganze Feld durchgefahren oder durchs halbe Feld durchgefahren und war bei der ersten Kurve Platz 15 oder so. Ja. Ich kann nicht mehr gerade ausfahren. Und das war ja schon mal ganz gut. Und dann habe ich mich eben bis auf den dritten Platz vorgefahren und habe dann einmal das Pech gehabt, dass ich mich gedreht habe. Und das war ein bisschen doof. Das war aber eigene Schuld auch. Von daher schwierig. Aber insgesamt fast nur ein Driftrennen gewesen. Ich habe hier so am Kurbeln bin ich hier gewesen, das glaubst du nicht. Errungenschaft freigeschaltet. Ah, Bad in Trouble.
Oh! Na komm, Hackbart. Ein Als Rennen, ich gesehen habe, war noch 23. Hackbart, komm, ein Rennen hast du noch Zeit, dann fahren wir noch 250 Kubik Supercard, da freuen sich die Leute. Das machen wir beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Das machen wir beim nächsten Mal. Da machen wir meinetwegen eine ganze Card-Session. Ja, ihr Lieben da draußen, denn Dankeschön, dass, obwohl so schönes Wetter war, Zuschauer da waren, fand ich sehr schön. Genau. Wir danken auch. In Anführungsstrichen irgendwie doch Spaß gemacht. Ja, und muss man dazu sagen, Wetter, Sonne, Versprechen, wie man das ja so kennt, nicht einhalten können. Ja, nächstes Mal. Ist schwierig. Ja, heute war es Gamepad schuld. Letztes Mal das Lenkrad. Ja, vielleicht solltest du ohne Controller spielen, das dürfte einfacher sein. Vielleicht solltest du mal nur mit Tastatur und Maus spielen oder so. Vielleicht solltest du einfach gar nicht mehr spielen, ehrlich. Och Mann, das kannst du aber auch nicht sagen. Ich hab dir sogar verziehen, dass du mir den Platz geklaut hast. Oder wir sind nett und lassen dir nächstes Mal einfach eine halbe Runde Vorsprung. Okay, dreiviertel Runde, weil du es bist. Ja, ihr Lieben, das nächste Mal werden wir irgendein Shooterspiel spielen. Mit den alten Jungs. Finde ich eine gute Maßnahme. Und dann schauen wir mal, wie es da denn ne, ausgeht. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis dahin. Bye-bye.